Hallihallo. Eigentlich hatte ich heute gar nicht vor, ein Video zu drehen, aber gerade war DHL da und hat mir ein Päckchen gebracht von der lieben Jessica. Und ja, ich war so hin und weg und konnte nichts mehr sagen, dass ich gesagt habe, okay. Ich konnte nichts sagen, was sagten. Jedenfalls musste ich mich vor die Kamera setzen und das mit euch teilen, weil es war so viel Emotionen und so. Das war mein erstes Überraschungspaket. Also so ein halbes Überraschungspaket. Ja, es hat mich richtig geflasht. Die Jessica hatte mitbekommen gehabt, dass ich in dem einen Video gesagt habe, dass ich Kerzen leer kriegen muss, weil bei mir Bruchkerzen angekommen waren. Und dann hat sie mir angeboten, komm, ich schicke dir 2 leere Gläser, dann hast du was zum Umfüllen. Und ja, das Päckchen mit den leeren Gläsern ist jetzt angekommen und die Gläser hatte sie gut verpackt. Ja, und obendrauf hat sie mir eine nette Karte geschrieben und da hat sie schon angekündigt, dass sie mir ein paar Duftis dazu gepackt hat. Ja, zuallererst Nervennahrung und jetzt für nachmittags ein paar leckere Tees. Im Moment bin ich wieder in der Teephase und mache mir ganz viel, das passt ganz gut. Und den mag ich auch sehr gerne. Snickers geht immer. Ja, und jetzt möchte ich euch zeigen, was mein Duftis dabei gepackt hat. Und zwar einmal den Splish Splash von Goose Creek. Und da fehlt nur ein Bröckchen. Und den hatte ich noch nicht. Und das ist ein schöner, leicht fruchtig frischer Duft. Der ist schön, der gefällt mir. Und dann den Blueberry Lemonade. Ja, und ich mag ja eigentlich keine dunklen Blaubeerdüfte, Brombeerdüfte. Aber durch die Limonade da drin wirkt der eher zitrisch. Ja, und die Blaubeeren sind kalt geschnuppert, jetzt nur so im Hintergrund. Und da kann ich mir vorstellen, dass der mir ganz gut gefällt. Also trotz der Blaubeeren, dass ich den gut in der Lampe mag. So, und dann haben wir noch den Watermelon Patch. Auch so viel noch drin. Ja, und der Watermelon Patch ist ein sehr künstlicher Wassermelonenduft. Das muss ich mal testen, wie der mir gefällt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ansonsten, glaube ich, mögen den meine Kinder. So, und dann ein komplettes Clamshell von, wie hieß er? Spiced Winterberries. Komplett voll. Und das ist ein ganz toller Beerenduft. Und so durch die Gewürze mag ich den auch sehr. Man riecht Zimt, man riecht ein paar andere Weihnachtsgewürze. Aber halt auch die Beeren. Das ist ein sehr schöner Duft. Dankeschön dafür. Und über die Sachen habe ich mich schon so gefreut. Und da sagt meine Tochter so, ja, und in den die leeren Gläser, sind die auch wirklich leer? Weil sie musste mich in den Arm nehmen. Ich war so gerührt und so. Hat sie mich in den Arm genommen und, oh Mama. Und dann sagt sie, meinst du, die Gläser sind leer? Ich sage, ja klar, war vereinbart, leere Gläser. Und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass die voll sind, ne? Aber sie sind voll. Mit noch mehr. Guckt euch das mal an. Ja, wollen wir sie mal zusammen leer machen, ne? Goose Creek Lemon Vanilla Cake Butter. Den hatte ich schon mal. Der ist sehr angenehm. Der ist nicht so Lemon wie ein Pound Cake. Genau. Da kommt mehr die Butter durch, Teig und Butter.
Der Lemon Pound Cake ist intensiver in der Zitrusnote. Und hierbei ist es jetzt so, der wirkt wirklich nach einem, ich sag mal, nassen, unfertigen Füllung. Ich glaube, Butter ist ja, glaube ich, die Füllung und nicht der Teig. Und bei dem Lemon Pound Cake merkt man, dass es gebacken ist. Lemon. Ich hab's immer noch nicht. Lemon Vanilla Cake Butter, so heißt er. So. Und dann haben wir von Iceflower Himbeer Marshmallow Tea. Ich zeig's euch mal eben früher. Ja gut, das ist ein süßer, fruchtiger Duft. Himbeer hätte ich jetzt nicht rauserkannt. Wirkt ein bisschen künstlich. Ja, muss ich gucken, ob der nicht so künstlich ist. Aber Himbeer hätte ich jetzt nicht gesagt. Marshmallow hätte ich jetzt auch nicht rauserkannt. Das ist ein süß-fruchtig. So. Green Tree Mint Eukalyptus. Green Tree, habt ihr die schon mal gehört? Hör ich jetzt zum ersten Mal. Aber Mint Eukalyptus kann nicht verkehrt sein. Ja. Das ist ein sehr herber Duft. Angenehm, wenn jetzt die Erkältungszeit kommt. Also das ist so ein richtig Erkältungsbadduft. Firma Green Tree. So, dann haben wir hier noch ein Melt von Christmas Memories. Also Apfel, aber mit ganz, ganz viel Gewürzen. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Also der Name kommt mir bekannt vor und der Duft für den Winter natürlich auch. Christmas Memories. Der ist auf jeden Fall schön. Der kommt irgendwann wirklich im Dezember in die Lampe. So. Oh, und hier kommt was. Icicles mit dem Vögelchen. Den hatte ich noch nie. Da bin ich mal ganz gespannt, wonach der riecht. Den haben schon so viele in die Kamera gehalten und jetzt ist er so selten geworden. Ich würde sagen, eine pfefferminzige Tanne. Der gefällt mir aber sehr gut. Der ist schön. Ich kann verstehen, dass den alle so toll finden. Und nicht verstehen, warum Yankee den rausgenommen hat. Oder ob es eine Limited Edition war damals. Icicles. Total schön. Und der ist auch gut. Den habe ich mir nämlich jetzt gerade bei Kringle ja bestellt gehabt. Das ist der Apple Cider Donut. Der war toll. Ja. Und da fehlt nur so eine kleine Ecke. Ob du den nicht gemacht hast? Ich freue mich auf jeden Fall total darüber. Dankeschön. Und dann haben wir jetzt noch einen hier drin. Nochmal Iceflower. Minty Whipped Cream. Ja, der gefällt mir gut. Also eine geschlagene Sahne. Gut. Aber die Pfefferminznote ist sehr schön. Und vielleicht durch die Sahne ein bisschen abgemildert, dass die nicht so stechend ist. Aber der gefällt mir ganz gut. So, damit haben wir das erste Glas leer.
Und ich habe durch die Folie hier schon gesehen, dass das auch nicht nur ein leeres Glas ist. Aber gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich es natürlich nicht vorher ausgepackt. Also ein bisschen Krach für euch. Können wir ja ein RSMA-Video rausmachen. Nächster Kiste. So. Ach, Maple ist abgehauen. Die mag keine Noppenfolie. Da hat die immer Angst. So. Maple ist gut. Ich bin fertig. Oh, auch schöne Sachen drin. Jetzt mal eben noch das Teesaffeln befreien. Dann lasst uns das zweite Glas leer machen. So schnell habe ich bisher noch keine Gläser geleert. So, dann haben wir einmal von Beautiful Fragrances Pixie Sweet. Die süßen Feen. Der riecht auch sehr schön. Oh ja. Ach, was riecht der? Kennt ihr von früher? Also von diesen Süßigkeitenständen, da konnte man sich für 2 Pfennig diese ganz kleinen Brausetabletten, nicht zum Auflösen für ein Getränk oder so, wie Ahoi Brause, sondern zum Lutschen. Die haben dann aber auch geprickelt. Die rochen genauso. Diese ganz kleinen, die waren ganz billig. Da kriegte man, glaube ich, immer nur 10, konnte man auf einmal kaufen oder so. Wo man so sagte, so für eine Mark in eine Tüte. Der ist ganz toll. So, und dann haben wir Bridgewater Candle Spring Dress. Bridgewater Candles. Spring Dress. Mal gucken, was wir so anziehen im Frühling. Ja. Ich kann euch nicht sagen, welche Blüte das ist, aber das ist ganz leicht floral. Total leicht und schön. Das kann ich mir vorstellen, dass man so die ersten Frühlingstage so ein Kleid anhat, was dann so im Wind weht. Nicht, dass ich sowas trage, aber so richtig. Ich weiß ja, wie es bei meiner Tochter aussieht. So. Dann haben wir von Goose Creek Golden Peach Vanilla. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, wobei, ich kenne sowieso noch gar nicht viel, aber... Der riecht sehr angenehm. Also den Pfirsich, Vanille und das Golden ist eher so eine kräftigere, dunkle Note, die da mit drin ist. Und dadurch wirkt der weicher und dadurch auch der Pfirsich nicht so künstlich, weil es ist kein Pfirsichduft mehr, wo man denkt, so Pfirsich, ist der authentisch, ist der künstlich. Es ist einfach ein abgerundeter Duft und der gefällt mir sehr gut. Geht so leicht schon ins Parfümige rein. So, dann haben wir Tobacco Flower. Den kenne ich, der gefällt mir auch. Gucken, wie er roch damals. Ich weiß, dass er mir gefallen hatte. Aber so richtig die Erinnerung. Das herbere, also floral, aber durch die herbe Note des Tabaks wird der wieder weicher und nicht so stechend blumig. Das gefällt mir sehr gut. Ich bräuchte da jetzt kein, würde mir da kein Glas von kaufen, aber so ab und zu mal so ein Viertel Tart in die Lampe ist super. So, oh, ja, Kaschmir und Cocoa von Kringle.
Ja, der ist schön. Den wollte ich mir auch mal als Glas geholt haben und hatte den Hot Chocolate gesehen gehabt und mir geholt. Der Hot Chocolate hat mir jetzt nicht gefallen. Das war mir zu Kakao und so eine bittere Unternote hatte der. Der gefällt mir hier viel besser. Deswegen würde ich den auch gerne mal irgendwann noch mal kommen. Oh, dann hier von so einem Ga Das ist von Bea's Wax Bakery. Der Champagner Toast. Toast. Ich denke mal, dieses Anstoßen der Toast, ne? Guckt euch mal dieses Mehl an. Bla. Und der riecht toll. Oh, der ist zu schade, um in die Lampe zu schmeißen. Der. Ich bin ja kein Wein- und Sekttrinker, weil es für mich riecht und schmeckt wie vergorener Traubensaft, was es ja auch ist. Aber diese Note hat der hier gar nicht. Und ja, der hat diese leicht fruchtige Traubennote und die ganz frisch. Und ich weiß nicht, ob das Pinke noch was anderes. Guck mal, hier sind sogar noch glitzerig auf der Rückseite. Ja, und das Prickelnde vom Champagner hat er auch, aber ohne die Alkoholnote. Und der ist total schön. Ich glaube, der wird ganz lange brauchen, bis er bei mir in die Lampe kommt, weil er einfach zu schön ist, um den mal eben zu verdufteln. So, und dann haben wir noch ein Stück übrig. Und die Melts hatte ich ja noch gar nicht von Heart and Home. Guck mal, die sind so halbrund, also so Schälchen. Und das ist von Heart and Home die Kletterrose. Da bin ich mal gespannt. Wie macht man die denn auf? So, ich bin auch verkehrt rum. Ja. Und das ist ein leichter Rosenduft. Also den kann ich auch. Es ist schon auf jeden Fall Rose. Aber ich glaube, keine Rose, die einem Kopfschmerzen macht oder so. Das werde ich als Rosenanfänger in Angriff nehmen. So. Und dann natürlich zwei schöne leere Gläser, in die ich demnächst meine kaputten Kerzen umfüllen kann. Ja, Jessica, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe dir schon angedroht, schon für die Gläser angedroht. Irgendwann, wenn du nicht dran denkst, kommt ein Päckchen zurück. Und ich habe deine Adresse. Ich weiß, wo dein Auto steht. Bis bald. Tschüss.